Ja, sind wir nochmal in einer Location angekommen? Ein altes verlassenes Ferienlager laut meinen Informationen. Ja, ist schon hart verfallen, aber sehr geil. Guckt euch das an. Hier, Decken schon komplett runter. Das hier ist mega, oder Leute? Guckt euch das an. Das ist halt noch richtig krass derber Verfall. Also hier verfällt es wirklich kein Vandalismus oder so, sondern das ist wirklicher Verfall. Krass, oder? Wahnsinn. Guckt euch das an. Boah, geil. Oben die Decken kommen runter. Mega geil. Das hier ist krasser Scheiß. Guckt euch das an. Ha. Krass, oder? Absolut Hammer. Hier, zack, Durchblick. Ha. Geil. Das ist schon ein geil harter Verfall, wenn man das so will. Ne? Krass, krass, krass. Schaut euch das an hier. Ha. Wahnsinn. Wahnsinn. Also die Location ist halt mal sehr natürlicher Verfall, aber ganz geil. Ganz, ganz geil, finde ich. Mega. Ha. Dach kommt runter. Da ist man reingekommen. Also es ist ein komplettes Dorf, irgend sowas, was halt verfällt. Aber guckt euch das an. Krass, oder? Wahnsinn. Genau deswegen mache ich das sowieso. Rumfahren, im Endeffekt sich Locations aussuchen, reingehen, Geschichte erleben. Wahnsinn. Ohne Scheiß, geil. Hier geht's dann weiter. Guckt euch das an. Ist das eine geile Location? Wahnsinn. Sau krass, oder? Hier stehen noch alte Kühlschränke drin. Hier haben wir eine uralte Küche und wirklich eine uralte Küche. Krass. Da eine alte Durchreiche. Schaut euch das hier an. Zack, Durchreiche. Mega. Und jetzt hier ist der Raum, wo es anscheinend gespeist worden ist. Weil hier hast du nämlich durchreiche Küche. Durchreiche Küche. Krass, oder? Ha, Wahnsinn. Durchreiche Küche. Das ist die obere Etage. Da wäre ich aber vorsichtig mit dem Begehen. Also wenn du nicht gerade, sag ich mal, so wie sie 5 Kilo wiegst, dann geht es. Aber sonst ist es schon. Sonst ist es schon ein bisschen krass, ne? Nicht neu. Weil da hinten seht ihr ja, hier geht's schon abwärts, Jungs. Und hier auch. Da. Alter Stromzähler. Hey. Also du weißt nicht, wo der Jens ist, aber du hörst ihn. Hier ist das Frauenklo. Krass. Hier kann man dann nochmal rausschauen. Guckt euch das an. Da drüben in dem Gebäude war ich schon. Wahnsinn. Saugeil, spektakulär. So, hier geht's wieder runter. Hier geht's wieder nach unten. Krass, guckt euch die alten Tapeten an. Was mich echt triggert, das ist da oben, könnt ihr das noch lesen? Gastraum. Guckt euch das an. Das ist schon krass, oder? Gastraum, zack, und dann kommst du rein und sieht es noch hier so aus. Was mich total fasziniert ist, dass die Holztür noch da ist. Wahnsinn. Saugeil, auf jeden Fall. Eine absolut schöne Location. Also ich hätte viel erwartet, aber nicht das.
Na, hier war der Ballsaal. Das ist zumindest, was noch davon übrig geblieben ist. Und hier haben wir halt im Endeffekt, sage ich jetzt mal, die Sachen zum Saubermachen. Und hier, geht nicht hoch, aber hier hat es dann durchgereicht zum Ballsaal. Krass. Da oben, Männerklo. Guckt euch das an, dass das Klo überhaupt noch so vorhanden ist. Auch die Pissoirs, dass die noch da sind, das wundert mich. Weil im Normalfall werden die Dinger ja immer gleich zusammengeschlagen und kaputt gemacht und keine Ahnung. Aber geile Sache. Wirklich geile Sache. Muss man wirklich sagen. Krass. Aber die Küche hier, das ist das, was mich total triggert. Kommst du rein? Steht nur eine Küche da. Da haben sie wahrscheinlich die ganzen Suppen gemacht oder so. Wahnsinn. Wollen wir mal ein bisschen aufräumen hier, ne? Falls der Nächste kommt und kochen will. Oder? Was sagt ihr? Krass. Absolut krass. Also das triggert mich gerade richtig. Wahnsinn. Und ist da irgendwas interessant? Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst und wir sehen uns.